Ein herzlich willkommen zurück, Leute. Diesmal wird es ein Infovideo, kein Zen-Video. Und diesmal werden wir uns um einen Fisch kümmern. Ein Fisch, der im letzten Patch rausgekommen ist. Die meisten wissen, denke ich mal, schon, worum es geht. Ist ein Fisch, den man nicht zähmen kann. Ich fliege mal ganz kurz mit meinem Quetzal ein bisschen rüber über das Wasser. Dann sieht man mal, worum es geht. Das ist dieser Sabertooth Salmon. Also sehen, sowas wie eine... Also der hat auch einen zweiten Namen. In vielen Wikipedia wird der auch Onchorhynchus genannt. Und aber ich denke mal, der richtige, was ist der Name, der hier in Ark so gesehen am meisten genannt wird, ist dieser Sabertooth Salmon. Und das ist dann so gesehen der neue Fisch, der was Besonderes hat und was Besonderes kann. Also Besonderes kann ist jetzt nicht wirklich so toll, dass man sagen kann, wie jetzt bei dem Eurypterid mit der kleinen, mit dem, dieser kleine Unterwasserskorpion, der eine Perle droppt. Der Fisch ist nicht aggressiv, wie jetzt seine Freunde, die jetzt gerade auf mich zukommen. Ich schnapp dir mal ganz kurz mein Schwert. So, machen wir den erstmal hier weg. Kommt der nächste, so. Machen wir den erstmal weg. Das sind hier die Mega-Piranha, die kennt ihr und die nerven. Ihr seht, die schwimmen schon wieder weg. Also das sind Fische. Aua. Schon wieder einer hinter mir. Erstmal machen wir die mal weg. Ich will die mich erstmal... Jetzt gehst du, verschwindest du mal hier. So. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem... Oh, da kommt schon der nächste. Ich glaube, wir müssen erstmal hier ein bisschen sauber machen im Wasser. Bevor ich euch hier irgendwas erzählen kann. Einer ist noch da. So. So, auf, um mich herumzuschwimmen. Ich bin dich sogar zähmen. Du hast eine schöne Farbe. Weißt du auf? Oh, Level 50. Das war schon ein bisschen höher. So, jetzt gucken wir erstmal, ob hier keiner mehr kommt. Super. Okay. Diesmal kann ich weiterreden. So. Also, es geht hier um diese Freunde. Ihr seht, sie sehen ziemlich groß und auch gefährlich aus, aber ihr seht, die sind ziemlich scheu und schwimmen auch meistens weg, wenn man ins Wasser kommt. Jetzt kommt aber Folgendes. Die Fische sind hier in Flüssen nicht so gefährlich, weil man kommt ziemlich schnell wieder aus dem Wasser, ihr seht, oder man kommt ziemlich schnell auch ans Land. Wenn ihr... Ach man, jetzt kommt schon wieder nichts. Ich glaube, das wird hier ein bisschen längeres Video, Leute. Es kommt aber davon, weil ich hier am schwarzen Strand bin, unter dem Vulkan. Und hier ist natürlich ein bisschen mehr gefährliches Zeugs im Wasser, anstatt irgendwo in kleinen Gebieten. So, jetzt erstmal hier nachladen, sonst nervt das hier. Okay. So, wieder einstecken. So, wenn ihr die Fische angreift, weil ihr das besondere Fleisch haben möchtet, weil die droppen keine Perlen oder sowas, die droppen Prime Fish. Das ist das neue Fleisch, das es gibt. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Wenn ich den hier jetzt nämlich, das, ihr seht, dass er ziemlich groß ist. Wenn ich einen kleinen Fisch töte, kriege ich Meat. Dieses ganze Mal Fisch Meat. Ich zeige das mal ganz kurz. So, gehen wir mal zu dem Fisch schnell und machen den ganz kurz zu Kleinholz. So. Und wenn ich den auch treffe, dann zeige ich euch. Ihr seht, das neue Fleisch ist dieses Raw Fish Meat. Es gibt nämlich jetzt eine neue, oh, jetzt war sehr hübsch, eine neue, Essenssorte, Fleischsorte, dieses Fisch hier. Und genau das hat der hier auch. Sondern er, nicht nur das, sondern wenn ihr Glück habt, droppt er das Prime Fish. Und das Prime Fish wird bald, ich kann euch noch nicht genau sagen jetzt in diesem Video, für welches Tier, aber es wird ein Tier dafür geben, der, denke ich mal, nur Prime Fish haben möchte. Und jetzt kommt eine Besonderheit von dem Fisch. Wenn ich den angreife, dann wird er mich angreifen. Okay, der haut lieber ab. So, machen wir den mal platt. Also, der Fisch, wenn man ihn angreift, so, dann kommen nämlich seine Artgenossen, Raw Fish Meat, müssten eigentlich seine Artgenossen mich angreifen kommen. Oder auch nicht. Okay, normalerweise greifen die, sind die in diesen in Schwärmen unterwegs. Und dann greifen die einen an. Oh, ich muss jetzt mal ganz kurz hier raus, weil ich komme hier gerade nicht mehr raus aus dem Wasser. Das ist nämlich jetzt genau das, was mir jetzt gerade passiert, das machen die Fische nämlich. Die greifen nämlich in Schwärmen an, mit mehreren Fischen und, sagen wir mal, reißen kleine Stücke Fleisch oder beißen dich so sehr, dass du kleine Blutungen bekommst. Und von diesen kleinen Blutungen, die machen, wenn dich ein Fisch angreift, passiert dir nichts. Aber wenn dich ein ganzer Schwarm angreift, dann wird das nämlich gefährlich, weil
durch diese Blutungen dein Stamina verloren geht. Und ihr habt gerade gesehen, ich habe gerade unter Wasser kein Stamina mehr gehabt und ich bin nicht mehr hochgekommen aus dem Wasser. Und das ist nämlich das, was diese Fische hier machen und was das die Besonderheit als Verteidigung haben. Deswegen, man sollte aufpassen, wenn man einen ganzen Schwarm hier hat, dass man die vernünftig angreift. Also so, dass ihr nicht... Ich zeige euch das jetzt nochmal. Ich versuche jetzt nochmal auf einen von den... Er will nicht. Komm her, Mensch. Jetzt müsst ihr aber eigentlich mal... Die müssten eigentlich die anderen angreifen. Das ist mir ja schon ziemlich oft passiert. Machen sie aber nicht. Schade, ich hätte es euch gerne gezeigt. Ich werde das, glaube ich, nochmal für euch woanders zeigen. Normalerweise greifen die nämlich dann an und beißen dann in den ganzen Schwarm. Ihr seht, da sind nämlich mehrere hier im Wasser. Greifen dann normalerweise immer alle an. Und reißen dann so gesehen immer kleine Stücke Fleisch aus dir raus. Und bringen dich dann zum Bluten. Aber ich will jetzt mal... so lange auf die drauf prügeln, bis ich das Prime-Fisch bekomme. Komm her. Ahaha, du kommst da nicht weiter. Komm her. Ah, jetzt. Jetzt greifen sie an, genau. Super. Ihr seht, jetzt greifen sie an. Und meine Stamina. Ihr seht meine Stamina. Guckt mal meinen Stamina-Balken. Guckt unten rechts den Stamina-Balken, wie der runtergeht. Der leidet. Da sind noch mehr. Wunderbar. Und jetzt machen wir die jetzt mal platt, bevor die mich nämlich jetzt auch selber platt machen. Schade, ich habe jetzt keinen Prime-Fisch bekommen. Okay, den wollen wir nicht aufschrecken. So, ihr habt gesehen, mein Stamina-Balken ist ganz, ganz runtergegangen. Mein Quetzalgrad wird da gerade hinten aufgeschreckt. Das ist bestimmt so ein kleiner Dilophosaurus, der da hinten nervt. Ich guck mal. Das ist raw, raw und raw. Übrigens, das Fischfleisch könnt ihr nicht essen. Ihr könnt das nicht... ich muss mal ganz kurz meinen Quetzal wiederholen. So, okay, komm mal mit. Das Fischfleisch könnt ihr nicht so einfach essen. Ihr müsst das kochen. Ihr dürft das nicht essen. Das ist giftig für euch. Jetzt kommt noch ein Kompi. Ich muss mal ganz kurz hier ein bisschen... Vielleicht habe ich ein Glück hier mit dem Quetzal und kriege hier ein bisschen Prime-Fisch raus. Nicht. Pech gehabt. Ich mache mal ein bisschen weiter. Wer hier oben links die Ecke kennt, die Plattform, das ist ja mein Let's Play zu den Waffen gewesen. Das könnt ihr auch finden in meinem Kanal, da könnt ihr nämlich mal nachgucken. Ich werde das euch vielleicht auch in die Endcard reinsetzen. Schade, ich hätte euch gerne dieses Prime-Fisch gezeigt. Ich müsste jetzt mal gucken, ob ich jetzt noch andere von den Fischen finde. Wenn es einen kleinen Cut gibt, dann werden wir dann irgendwo anders mal ganz kurz, da unten sind welche, landen und bis ich dann welches finde. So, jetzt aber erstmal machen wir hier Platz. Komm, gib mir euer Prime-Fisch. Nicht. Echt gehabt. Schade. Ich habe auch wieder keinen Prime-Fisch bekommen. So, mal gucken. Fisch, Fisch, Fisch. Raw Fish, Raw Fish. Es gibt übrigens drei Fische, die das Raw... Nein, die das Prime-Fisch droppen. Das ist einmal hier der Sabertooth Salmon. Dann, das ist der Dunkelos Toys. Das ist einer von den neuen großen Fischen. Dieser mit der großen Plattform oder Panzerung vorne im Gesicht. Und jetzt will ich nicht lügen. Ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher. Ich habe den Namen vergessen. Ich glaube, also das war nicht der Hai. Ich meine, das war der Plesiosaurus, aber ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Oder war das der Mosasaurus? Ich glaube, das war der Mosas, nicht der Plesio. Also es gibt also drei Fische, die auf der Karte bei Ark das Prime-Fisch droppen. Und wie gesagt, Prime-Fisch wird dann auch bestimmt für irgendein Tier, was es bald geben wird, nützlich sein. Weil eben, ihr wisst ja, es gibt Pflanzenfresser, es gibt Fleischfresser und dann gibt es bald dann auch bestimmt auch Fischfresser. Und wenn ihr das Fleisch, also das Fischfleisch, in euer Futternapf schmeißt, werdet ihr sehen, dass das erste Fleisch ist, was weggegessen wird. Weil die sind sehr, sehr beliebt, das Fischfleisch, bei den ganzen Fleischfressern. Und jetzt werde ich nochmal ganz kurz, nochmal für euch, nochmal lang fliegen. Vielleicht mache ich eben, wie gesagt, schon einen kleinen Cut, damit es nicht so lang wird, das Video. Ah, da ist noch einer. Ja.
mehrere. Ihr seht, die sind immer in so in Schwärmen unterwegs. Ich gehe einfach mal so rein. Kommt her. Ja, auch wegzuschwimmen. Ich will dein Fleisch. Pech. Ich habe ein bisschen Pech mit euch. Für euch. Raw Fish. Immer Raw Fish. Mensch. Mal gucken, der hier. Mist. Raw Fish. Immer nur Raw Fish. Mal gucken, was der hier droppt. Mist. Ihr seht, es ist auch ziemlich schwer, das Raw Fish zu bekommen, das Prime Fish zu bekommen, weil es eben, denke ich mal, was Besonderes wird. Also irgendein Tier wird man damit zähmen können mit diesem Prime Fish. Klar, ihr könnt natürlich dann wieder auch das ganz normale Raw Fish nehmen, was dann eben länger dauert, wie beim Raw Meat. Aber das Prime Fish wird dann natürlich die höhere Stufe sein, um eben ein Tier oder das Tier besonders schnell zu zähmen. Übrigens, ich zeige euch mal ganz kurz auf der Karte. So sieht man es besser. Ich werde euch jetzt gleich rechts neben der Karte in Ark noch die Karte zeigen in Farbe, wo ihr die Fische am meisten bekommen könnt. Ihr seht ja gerade diesen schwarzen Nippel, den wir hier auf der Karte drauf haben. Und wenn man so gesehen die ganzen Gewässer in der Mitte der Karte abfliegt, kriegt ihr hier die meisten Säbelzahn. Fischlein. So. Ja, da sind noch welche. Letzte Chance. Letzte Chance für uns. Und dann lass es sein, mache ich einen Schnitt und zeig's euch dann. Schade. Bisschen Pech gehabt. Ich zeig's euch nachher einfach, wenn wir das Fleisch bei mir zu Hause kochen. Also Leute, tut mir leid, dass ich das nicht gefunden habe oder nicht bekommen habe. Es ist ein bisschen selten, das Prime Fish, aber wie gesagt, es gibt es und wir fliegen jetzt erstmal nach Hause zum Kochtopf und dann werde ich euch mal ganz kurz zeigen, wie das aussieht, das gekochte Fischfleisch. Bis später. So Leute, willkommen zurück. Wie ich versprochen habe, locke ich mich natürlich dann wieder für euch ein, direkt vom Grill, damit wir hier alles zusammen kochen können. Ich habe natürlich unterwegs nochmal die ganzen Fluss abgeschwommen, oder besser geflogen, um zu gucken, was da alles im Wasser schwimmt. Und ich habe noch ein paar auch hier vorne in der Spielebucht gefunden. Und direkt in der Spielebucht habe ich einen Riesenbrocken von Fisch gehabt. Und werde ich euch dann nachher noch als kleines Video dazu tun. Und da habe ich dann auch ein bisschen Glück gehabt und habe mir ein bisschen dieses Primefisch besorgt. Und nicht nur dort, ich bin dann auch direkt mal mit einem Hai rausgeschwommen und bin auf die Haie losgegangen. Hier, was soll ich machen? Das so. Zeig's euch, das ist das normale Raw Fish. Ich muss das jetzt schnell machen. Raw Meat, Raw Fish Meat. Und das ist das Raw Prime Fish Meat. Also mega, mega Wort. Und bevor wir das jetzt, bevor wir das jetzt verpassen, ich drücke das nämlich mal Backspace, sonst seht ihr die ganzen Namen hier in meinem Gehege. Werde ich das alles mal hier reinschmeißen. So. Ihr seht, das spoilt natürlich auch ziemlich schnell. Nicht so wie hier das, ganz normale Raw Fish Meat, sondern das ist eben hier was Besonderes, weil es Prime ist. Ihr wisst es ja. Und da wollen wir es ja, wollen wir das natürlich auch braten, damit ihr das auch seht, wie das aussieht. Ihr seht, ich habe sogar Anglergel dabei, weil ich bin noch unterwegs gewesen und habe unbedingt dieses Raw Prime Fish Meat für euch zu suchen. Super, es hat geklappt, ich habe es schon gekocht, supi. Wie lange dauert das jetzt? Eine Stunde und das ist, auch das geht ganz schnell. Das ist ja nicht schlecht, dass es hier länger dauert. Also nochmal, ich bin rausgeschwommen, weil ich ja eben mit der Information nicht so ganz ganz sicher war. Also das Raw Prime Fish Meat kriegt ihr ganz klar, wie ich gesagt habe, von den Sabertooth Salmon. Dann kriegt ihr das von den Megalodon, das sind die großen Haie. Dann kriegt ihr das von den Mantas und von den Dunklostoys. Das sind diese ganz neuen großen Fische mit dieser Panzerung im Gesicht. Die sind die Fische, die dieses Raw Prime
Raw Prime Fish Meat Droppen. Sorry Leute, das ist aber echt ein Megawort. Und wenn ihr das gekocht habt, dann könnt ihr es erst essen. Also ich könnte es jetzt hier reinlegen, hier unten, und dann könnt ihr auf die Null drücken und problemlos essen, ohne irgendwie ein Giftzeichen zu bekommen. Ich zeige euch das mal auch. So, drück mal wieder Backspace. So. Also nochmal für alle Leute, das ist hier mein Gehege draußen, deswegen hier ist es immer so laut, weil hier ganzen Tiere hier hocken, Spinnen, weiß der Geier was. Und wenn ihr das essen solltet, jetzt seht ihr hier oben, wo mein Name steht, seht ihr nachher das Zeichen, dass du vergiftet worden bist. So, you eat raw or root food, bla bla bla, und dann kriegt man dadurch Schaden. Also nicht roh essen, genauso wie bei dem anderen Rohfleisch, auch nicht roh essen, immer alles nur dann gekocht. Gut Leute, das war's. Ich stelle mich mal hier draußen hin, so, dann winke ich euch zu. Gucken. Ist auch dunkel, das ist mein Gehege, für die Leute, die es nicht kennen. Ihr könnt jetzt alles in meinem Let's Play sehen, wie was gebaut worden ist. So, dann winke ich euch mal zu. Tut mir leid, dass ich das leider nicht für euch in der Aufnahme gefunden habe, weil ich bin zurückgeflogen und habe da mal was gesehen und hier mal was gesehen und bin dann hier schnappend mit meinem Schokoquetze durch das Wasser geflogen und habe da so ein bisschen Glück gehabt und am Ende hat es dann auch geklappt. Okay, Leute, wie gesagt, die Salmon, Sabertooth Salmon sind keine aggressiven Tiere und ihr könnt da problemlos ins Wasser schwimmen. Ihr solltet die natürlich nur nicht sauer machen. Bis dann, Leute, und viel Spaß mit der Endcard. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ihr könnt auch ein Abo da lassen. Ich habe natürlich so viele, fast alle, nein, ich habe eigentlich alle Tiere in Ark gezähmt. Einfach nur bei mir im Kanal mal gucken unter Ark Dino Taming. Ciao. Kann man die aber auch, wir müssen das koordinieren, ne? Kann man die nicht an die kleben, oder? Welche Taste ist denn das? Links drücken, ne? Doch, links zum Werfen. Einfach einen dran werfen. Dann bleiben die an dem kleben. Geil, die kleben wirklich. So, ich habe jetzt zwei Stück. Bescheid, ja? Ich habe zwei Stück geklebt. Kann jemand nochmal? Ich mache nochmal ganz kurz. Hatte ich noch einmal. Okay. Boah, der Schwanz von dir. Der hat ganz viel dran. Da müssen wir wieder 3-2-1 machen, hätte ich beinahe gesagt. Ja, aber ja, wir müssen Abstand halten. Die liegen voll viel auf dem Boden rum. Okay, seid ihr bereit? Ja, komm, wir stellen uns hier hin. Ja, ist okay. Ja. Bereit? Ball. Warte, ich muss noch auf 5 drücken hier. 3, okay. 2, ja, zurück, ne? 1, go. Wir bauen.